Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich habe euch noch vor wenigen Tagen hier auf diesem Kanal von dem ROG Ally 2024 berichtet. Und jetzt gibt es weitere neue Infos, denn Asus hat in einem Stream über das Gerät geredet und es gab auch ein Interview mit The Verge. Was dort gesagt wurde, das gehen wir gleich einmal durch, sodass ihr genau wisst, wie der aktuelle Stand ist. Ganz kurz vorab, das ist in dem Sinne eine Ankündigung, eine Ankündigung. Denn am 2. Juni auf der Computex wird das Gerät dann wirklich mit allen Specs enthüllt. Wir wissen allerdings schon sehr, sehr viele interessante Sachen und das gehen wir jetzt, wie gesagt, durch. Also, das Wichtigste ist, ihr habt bereits darüber spekuliert, ob das Gerät mehr Power haben wird oder nicht. Und da habe ich schon in den Kommentaren geantwortet, na, das glaube ich nicht, denn wirklich neue APUs stärkere als der Z1 Extreme. Sind ja gar nicht so wirklich auf dem Markt und es ist tatsächlich so wie erwartet. Das heißt, das neue Asus ROG Ally, das dann übrigens X heißt, also ROG Ally X, das ist dann der Name, das ist ein Mid-Gen-Update und eben kein LI 2, das wird weiterhin den Z1 Extreme an Bord haben und ganz wichtig, das gleiche Display verbaut haben wie das alte Ally. Wir werden hier also kein OLED-Display haben, sodass Asus nicht den Weg geht, den Valve mit dem Steam Deck gegangen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir haben keine energieeffizientere APU, kein energieeffizienteres Display, also bleibt wahrscheinlich auch die Akkulaufzeit gleich. Aber nein, hier gibt es eine sehr große Überraschung. Denn Asus hat gesagt, sie schauen nicht auf 30 bis 40 Prozent mehr Akkulaufzeit, sondern auf weitaus mehr. Das heißt, hier wird mindestens 50% mehr Akkulaufleistung erwartet. Und zwar dadurch, dass einfach eine größere Batterie verbaut wird. Denn Asus hat gesagt, okay, wir sind eher nicht davon ausgegangen, dass den Leuten Akkulaufzeit so wichtig ist, sondern dass es einfach wichtig ist, dass wir ein leichtes Gerät haben. Dann haben wir aber Bilder gesehen, wie sich Leute irgendwelche Powerbanks dran gepackt haben. Okay, und dann haben wir uns gedacht, wir haben den Platz in dem Gerät, also bauen wir eine größere Batterie ein. Bedeutet, Gleicher APU, gleicher Bildschirm, aber um mindestens 50 Prozent eine größere Batterie. Zusätzlich wird es noch ein paar weitere Änderungen geben. Die offensichtlichste, die man direkt sieht, ist, dass das Gerät jetzt in Schwarz auf den Markt kommt und nicht in Weiß. Und die weiteren Änderungen sind, dass die Grips ein wenig geändert werden und sich das Gerät wahrscheinlich haptisch ein bisschen anders anfühlen wird. Die Buttons sollen überarbeitet werden, das Steuerkreuz soll überarbeitet werden und die Trigger sollen überarbeitet werden. Ob es hier jetzt Hall-Effekt, Joysticks oder auch Trigger gibt, wie bei beispielsweise beim Orange Pineo. Dazu wurde nichts gesagt, das werden wir aber wie gesagt am 2. Juni erfahren. Außerdem soll es neue Anschlüsse geben, was das für Anschlüsse sind, werden wir sehen. Und vor allen Dingen soll es auch mehr RAM geben. Aktuell sind ja 16 GB verbaut, das heißt es ist dann davon auszugehen, dass dann in dem neuen Gerät 24 oder sogar 32 GB verbaut werden. Außerdem soll auch der SSD-Slot geändert werden auf M.2 2280, sodass man dann leichter und vor allen Dingen günstiger, die SSD selber upgraden kann. Und generell soll auch die ganze Reparierbarkeit bei diesem Gerät verbessert werden. Ja, sodass, falls was sein sollte, ihr einfach Leichter das Gerät aufbekommt oder vielleicht auch Dinge austauschen könnt. Und es gab ja in der Vergangenheit Probleme mit dem SD-Reader des Allies. Der SD-Reader wird nun auch umpositioniert. Dort sollte, wenn alles gut geht, bei dem neuen LIX in Zukunft kein Problem mehr vorhanden sein. Und ganz wichtig ist jedoch, dass Asus sagt, dass hier der Preis des LIX höher liegen wird als der des normalen Li bei der Markteinführung. Das normale Li, also das 2023er, bleibt weiterhin auch verfügbar. Das heißt, das kann man dann wahrscheinlich etwas vergünstigt kaufen. Aber ganz wichtig: Das LiX wird teurer sein als das LI 2023. Und es gab auch noch einen ganz interessanten Hinweis, warum es jetzt kein LI 2 gibt, denn Asus möchte hier den gleichen Weg gehen wie Valve und sagt, wenn wir ein wirkliches LI 2 herausbringen, dann muss die Power, die das Gerät hat, wirklich signifikant höher sein und nicht nur ein wenig höher sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es nicht wirklich aktuell eine APU gibt, die dann in Frage kommen würde. Aber ihr wisst, Strix Point soll noch dieses Jahr vorgestellt werden von AMD, ja, so dass wir dann auch hier eventuell 2025 davon ausgehen können, dass Asus dann ein Elite 2 rausbringt. Zwei Punkte haben wir noch. Einmal gibt es eine Art Kit für die Nutzer des LI 2023? Da ist die Antwort besonders bezüglich der Batterie ganz klar nein, das wird es nicht geben. Aber trotzdem denkt man auch an die User des alten LI, nämlich es soll ein Update für Armory Crate geben. Armory Crate SE 1.5 soll dann dafür sorgen, dass. Ja, das Ganze neu und frisch aussieht, dass es neue Funktionen gibt und ganz interessant, dass ihr jetzt auch euer Controller Layout für verschiedene Spiele mit der Community teilen könnt, so wie Valve das auch schon bei dem Steam Deck macht. Und als allerletzte Frage gab es auch die Frage, ob Asus denn weiterhin an Windows festhalten wird. Und die Antwort ist für mich sehr interessant gewesen, denn Asus sagt ja. Aus philosophischen und logistischen Gründen halten sie an Windows fest. Was das für Gründe sind, wissen wir noch nicht. Da sagt The Verge, dass sie in Zukunft etwas zu diesen philosophischen Gründen sagen möchten bzw. Schreiben möchten. Aber ganz interessant ist auch, dass Asus gesagt hat: Ja, sie reden, aber auch beispielsweise mit Valve, denn sie sind auch offen für andere Betriebssysteme bzw. Andere Optionen. Aber es ist ihnen einfach sehr, sehr wichtig, dass alle Gaming-Plattformen sind werden und dass man sich dann eben nicht nur auf Steam verlassen kann oder verlassen muss, sondern halt auch ja sehr leicht auf Epic, GOG und wie sie alle heißen zugreifen kann. Also das ist einfach der Hauptgrund, warum weiterhin aktuell an Windows festgehalten wird. Meine lieben Freunde, das ist alles, was wir aktuell zu dem LIX wissen. Wie gesagt, am 2. Juni auf der Computex wird das Gerät dann wirklich vorgestellt. Wir müssen jetzt nicht mehr wirklich spekulieren und müssen jetzt nicht mehr darüber nachdenken, okay, wie sieht es aus mit einem neuen Prozessor? Denn hier gab es einfach eine ganz, ganz klare Ansage von Asus. Ihr schreibt mir jetzt aber definitiv in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob euch die Akkulaufzeit wichtig ist oder nicht. Und vor allen Dingen schreibt mir mal bitte unbedingt rein nach den Infos, die wir jetzt vorliegen haben, was euch das Gerät denn wert wäre. Denn. Wie gesagt, es wird teurer als das Ally 2023. Ich freue mich auf eine Diskussion mit euch, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.